Dann kommen wir zu Top 25 der Tagesordnung, nämlich den Mitteilungen der Landesregierung zu den Zuständigkeiten der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Artikel 104 Absatz 2 der Verfassung des Landes Hessen. Da wir 5 Minuten Redezeit vorgesehen haben, erteile ich aber zunächst entsprechend dem Chef der Staatskanzlei, Herr Wintermeyer, das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das ist sehr freundlich. Wie zu Beginn jeder Legislaturperiode legt die Landesregierung Ihnen, dem Hessischen Landtag, ihren Beschluss über die Zuständigkeiten der einzelnen Ministerinnen und Minister gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Hessischen Verfassung zur Kenntnisnahme vor. Im Vergleich zum bisherigen Zuständigkeitsbeschluss ergeben sich die größten Veränderungen durch den neu geschaffenen Bereich der Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Sie steuert und koordiniert zukünftig zentral die Digitalisierung, soweit sie die Landesregierung und das Land Hessen betrifft, in unserem Bundesland. Eine wesentliche Änderung in den Zuständigkeiten stellt zudem die Verlagerung der Zuständigkeiten im Zusammenhang mit dem Wohn- und Städtebau vom Umweltressort zum Wirtschaftsressort dar. Im Übrigen werden viele Aktualisierungen und Klarstellungen vorgenommen, die auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Kolleginnen und Kollegen, helfen werden, zuverlässig den zuständigen Ansprechpartner in der Hessischen Landesregierung zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt habe ich als Wortmeldung Herrn René Rock von der FDP. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man dem Minister eben zugehört hat und den Tonfall verfolgt hat, konnte man ja meinen, er kündigt das Telefonbuch oder das Telefonverzeichnis der Landesregierung an, dass wir wüssten, wo wir mal anrufen müssten. Aber dass die entscheidende Kompetenzverteilung in der Landesregierung, wer wann wo jetzt in dieser Landesregierung steuert, Verantwortung überträgt und auch die Aufgabe hat, Politik durchzusetzen. Der Ministerpräsident, die Landesregierung hat uns ja deutlich gemacht, dass sie einen Schwerpunkt setzen möchte künftig bei dem Thema Digitalisierung. Das ist auch notwendig. Das Thema Digitalisierung ist in dieser Landesregierung so ein bisschen behandelt worden wie der schwarze Peter in einem Kartenspiel. Von der Staatskanzlei ins Finanzministerium, jetzt zurück zur Staatskanzlei. Man wusste nie so genau, was ist jetzt die tatsächliche Strategie. Da hatten wir einen Chief Information Officer, das war einmal ein Fachmann, dann wurde es wieder ein Minister, dann wird dem Minister wieder ein Fachmann als Co nebendran gestellt, jetzt wird es wieder eine Ministerin. Es ist nicht zu erkennen, welche Struktur sie zugrunde legen. Jetzt haben wir bald 100 Tage dieser Landesregierung erlebt. Das ist die letzte Plenarwoche vor der 100-Tage-Marke. Bis heute wissen wir hier als Parlamentarier im Hessischen Landtag nicht, was es mit dem angekündigten neuen Digitalisierungsministerium auf sich hat. Wir wissen es nicht. Jetzt wissen wir aus dem sogenannten Geschäftsverteilungsplan, ein bisschen wie Telefonbuch vorgestellt, immerhin, was denn die Ministerin künftig verantwortet. Was sie verantwortet. Und wenn man sich diese Aufteilung ansieht, dann sieht man, ja, wir haben jetzt eine Ministerin mehr. Und wenn man sich dann die Ministerien anschaut, stellen wir fest, wir haben aber kein Ministerium mehr. Also ist das schon einmal, wenn man sich das Wahlprogramm der Union angesehen hat, ist das schon einmal der erste Rückschritt dessen, was Sie verkündet haben. Weil dort war in Ihrem Wahlprogramm, Seite 52, Herr Boddenberg, steht ein unabhängiges Ministerium und nicht eine Ministerin in der Staatskanzlei. Und genauso haben Sie es auch dargestellt öffentlich. Wir würden eine starke Ministerin bekommen, die künftig die Digitalisierung in Hessen verantwortet und vorantreibt. Das haben wir nach dem, was heute vorliegt, nicht bekommen, Herr Boddenberg. Und es wäre so notwendig in diesem Land. Es wäre so notwendig, dass jemand einmal die Zügel in die Hand nimmt. Aber was hat diese Ministerin zu verantworten? Ist es überhaupt eine Ministerin? Was gibt es her, wenn man Ihren Koalitionsvertrag ansieht und mal überlegt? Sie lachen. Ich lache über Ihren Koalitionsvertrag nicht. Ich nehme ihn ernst.
Ich lese ihn mir durch unter dem Bereich Digitalisierung. Und dann lese ich wichtige Abschnitte. Aus- und Weiterbildung ist dafür die Digitalisierungsministerin in dem Abschnitt Digitalisierung ihres Koalitionsvertrags. Ist die künftige Ministerin für Aus- und Weiterbildung zuständig? Nein. Künstliche Intelligenz? Nein. Bildung, Schule? Nein. Digitaler Hochschulpakt? Nein. Digitale Mobilität? Nein. Digitale Energieversorgung? Nein. Ich könnte das hier durchdeklinieren. All das, was Digitalisierung Ihrer Landesregierung vorgesehen ist, wahrscheinlich die sogenannten 1 Milliarde in 5 Jahren, ist diese Ministerin nicht zuständig. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Was tun Sie dieser Frau an, die hier diese Dinge verantworten soll? Sie ist eine bessere Abteilungsleiterin in der Staatskanzlei mit 2 Referaten, Controlling, Koordinierung und Grundsatzfragen. Dafür hätten wir keine neue Staatsministerin gebraucht. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen der Frau Zeit geben. Ich habe Ihnen aber gesagt, dass wir auch etwas erwarten. Und wenn ich mir jetzt ansehe, was Sie hier vorgelegt haben an Zuständigkeiten, dann, wenn ich mir, Herr Bellino, Sie können doch lesen, wenn ich mir die Zuständigkeiten durchlese, sehe ich erst einmal, es gibt kein Digitalisierungsministerium in Hessen. Es gibt es das einfach nicht. Es gibt im Frühstückskabinett vom Ministerpräsidenten eine Staatsministerstelle mehr. Das sind jetzt 3. Wir haben 4 Mann in der Staatskanzlei mit Ministerrang oder Ministerpräsident. Wir haben 4 Fachminister der CDU und 4 Fachminister der GRÜNEN. Wir haben sozusagen 3 Fraktionen im Kabinett, aber wir haben kein Digitalisierungsministerium, das wir bräuchten. Und mir tut es wirklich leid. Mir tut es um die Ministerin leid. Sie machen aus jemandem, der vielleicht hier engagiert etwas bewegen wollte in Hessen, machen Sie einen besseren PR-Gag. Schämen Sie sich dafür. Als Nächsten habe ich von der AfD Herrn Lambrou auf der Rednerliste. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es liegt in der Natur der Sache, dass Herr Kollege Rock mir natürlich schon viele Inhalte vorweggenommen hat, die ich auch hätte ansprechen können. Die AfD wundert sich genauso wie der Fraktionsvorsitzende der FDP. Die Ankündigung eines Digitalministeriums wurde groß vermarktet. Und es ist einige Zeit seitdem vergangen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass jetzt vonseiten der Regierung etwas ausführlichere Erklärungen kommen. Das war jetzt wirklich sehr spartanisch, gerade in Bezug auf dieses fehlende Ministerium. Wir haben die Situation, dass wir im Moment eine Ministerin haben ohne Ministerium. Wir haben eine Internetseite, da ist das Digitalministerium schon aktiv. Allerdings ist auch diese Internetseite sehr spartanisch, wenn man sie z. B. vergleicht mit der Internetseite der Landesregierung in Bayern. Bayern ist ja das einzige andere Bundesland, das Digitalisierung nicht als Abteilungsleitungsfunktion einsortiert hat, sondern als Ministerium. Wobei das ein wirklich eigenständiges Ministerium ist. Das Digitalministerium in Hessen soll ja eine Querschnittrolle einnehmen. Dadurch, dass die Finanzierung des Ministeriums anscheinend noch nicht feststeht, wurde ein Nachtragshaushalt innerhalb der Landesregierung angefertigt. Der soll wohl im Mai dem Landtag vorgelegt werden. Es existiert aber de facto außer dieser spartanischen Internetseite nicht viel. Wir haben eine Ministerin, die hat aber noch gar nicht so oft hier geredet. Ich weiß gar nicht, Frau Sinemus, ob Sie überhaupt schon hier geredet haben. Die AfD findet eine Ministerin ohne Ministerium sehr seltsam. Die Landesregierung sollte erklären, warum sie es noch nicht geschafft hat,
ein Ministerium für Digitales wirklich zu gründen? Wieso war die Landesregierung in den letzten Monaten nicht in der Lage, die notwendige Infrastruktur, das Personal und einen Finanzplan für das Ministerium aufzubauen? Diese Fragen könnten Sie doch hier und jetzt beantworten. Ich denke, dass das nicht nur die Abgeordneten hier interessiert, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger im Land. Digitalisierung ist ja in der Tat ein wichtiges Thema. Wann und mit welchen Ressourcen genau wird das zu gründende oder bereits gegründete, aber tatsächlich nicht existente Ministerium seine Arbeit eigentlich aufnehmen? Welche Aufgaben erfüllen in der Zwischenzeit die zuständige Ministerin und ihr Staatssekretär samt Mitarbeiter? Digitalisierung, Digitales ist ein Thema, meine Damen und Herren, bei dem es auch gerade auf Geschwindigkeit ankommt. Sie haben jetzt in 100 Tagen dazu nicht viel vorgelegt. Bei Ihnen läuft der Aufbau dieses im Moment noch eher fiktiven Ministeriums anscheinend nach dem Motto Gemach, Gemach, nicht so schnell. Ich erwarte also jetzt ein paar zusätzliche Auskünfte zu diesem etwas seltsamen Verteilungsplan im Moment. Wir haben ja die Frau Digitalisierungsministerin hier, und der Herr Staatsminister könnte ja auch noch ein paar weitere Informationen geben. Das wäre sehr freundlich. Ich hoffe auf Antworten. Vielen Dank. Als Nächster hat sich Herr Rudolph von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer sich näher den Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung anschaut, wird feststellen, dass markante politische Bereiche fehlen. Das, was Kollege Rock zu dem Bereich Digitalisierungsbereich gesagt hat, können wir vollumfänglich unterstützen. Es war medial groß angekündigt. Frau Sinemus, Sie müssen tatsächlich erst einmal liefern. Was wollen Sie liefern? Sie haben im Ausschuss angekündigt, Wirtschaft 4.0 neben Ethik wäre eines der herausragenden Themen. Warum ist das dann nicht bei Ihnen angesiedelt? Warum vertreten Sie es denn nicht, damit es eine Rechtfertigung gibt? Wo sind die Zuständigkeiten aus den weiteren Ressorts, die Sie alle vereinen sollen? Nein, bisher ist das eine PR-Aktion gewesen, die inhaltlich nicht unterlegt wurde, die jedenfalls erst einmal zunächst nur einen Haufen Geld kostet, was dezidiert nicht unsere Position ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es stellt sich ohnehin die Frage, was haben die Veränderungen in den Ressortbereichen gebracht? Wohnen war bisher bei der zuständigen Ministerin Frau Hinz angesiedelt. Wenn das alles so erfolgreich war, müsste man ja die Ressortzuständigkeit nicht ändern. Müsste man die Ressortzuständigkeit nicht ändern. Das ist eine eher naheliegende Vermutung. Jetzt ist sie, Herr Al-Wazir hat ja heute Morgen ein Beispiel geliefert, was er auch von Abgeordneten der Opposition hält, meine sehr verehrten Damen und Herren, nämlich eher gar nichts. Der Herr Al-Wazir hat als einziger Minister zwei Staatssekretäre. Der Herr Al-Wazir, ich empfehle einmal, das Ornigramm sich des Ministeriums, das er vertritt, anzuschauen. Herr Al-Wazir hat die größte Ausstattung in dem ganzen M-Büro. Da gibt es persönliche Referate, da gibt es Presseöffentlichkeit, Bundesrat, EU-Koordination, Parlament, Kabinett, Grundsatz und Planung. Herr Al-Wazir hat die größte Personalausstattung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor einigen Jahren gab es eine Untersuchung, dass die Ausstattung der M-Büros in Hessen überdurchschnittlich ist, überdurchschnittlich viel Geld kostet. Sie setzen das nahtlos fort. Dies halten wir ausdrücklich für falsch. Tourismus ist angesiedelt im Bereich des Wirtschaftsministers, Tourismus im ländlichen Raum bei der Umweltministerin. Ergibt für uns jetzt auch nicht den zwingenden Sinn, das auseinander zu dividieren. Das kann man sinnvollerweise bündeln. Sie sind für Spielhallen zuständig, Herr Wirtschaftsminister. Habe ich im Geschäftsverteilungsplan nichts gefunden. Der Innenminister ist zuständig für das Glücksspielwesen. Sie sind aber für die Aufsicht und die Umsetzung Spielhallen zuständig. Haben wir nichts gefunden. Vielleicht können Sie das auch noch einmal darlegen, weil das ja durchaus auch ein Bereich ist, der ist an der Stelle wichtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine zusätzliche Ministerin, zwei zusätzliche Staatssekretäre mehr. Ich empfehle einen Blick in die Personalkosten. Allein diese drei Funktionsstellen kosten 400.000 € brutto. Wenn Sie dann hinzurechnen, Sekretärin, Referent, Fahrer, kommen Sie auf Kosten. Ich kann sie Ihnen nicht genau ausrechnen, weil es nur zurzeit von vier Ministerien Organigramme gibt.
Und deswegen, das, was eben angesprochen wurde, werden wir genau nachprüfen. Deswegen, irgendwann muss die Regierung auch einmal ihre einzelnen Stellen dann auflisten. Weil ich glaube schon, wir werden feststellen, dass allein dieses zusätzliche Ministerium, diese zwei zusätzlichen Staatssekretäre mit dem ganzen Apparat dahinter, sind sie locker bei 700.000 bis 800.000 € jährlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Stellenvermehrung im eigenen Haus ist für Schwarz-Grün kein Problem. War es noch nie, wird für Sie auch offensichtlich kein Problem sein. Das, um das einmal deutlich zu kritisieren. Und wenn es um Transparenz geht, werden wir auch, wenn die Dinge vorliegen, das alles abfragen. Ich will auf einen Punkt hinweisen, der uns schon aufgefallen ist. Das werden wir alles abfragen. Sie können schon einmal anfangen zu arbeiten, dann brauchen Sie keine Fristverlängerung zu beantragen. Allein das, was Sie an Pressesprechern in den einzelnen Häusern in den letzten Jahren ausgewechselt haben, summiert sich nachher auf eine erhebliche Summe, weil die Leute sind dann anderweitig versetzt worden. Sie haben gerade den Bereich der Ministerbüros stark aufgebläht, weil Sie permanente Umsetzungen haben. Und das geht ja genauso nahtlos in dieser neuen Wahlperiode weiter. Und deswegen, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe als Parlament, als Haushaltsgesetzgeber ist es natürlich, auch auf die sinnvolle Verwendung von Steuermitteln zu achten. Und deswegen ist dieser Geschäftsverteilung natürlich Ausdruck Ihres Koalitionsvertrages ambitionslos. Aber immer dann, wenn es darum geht, die eigenen Pfründe zu wahren, sind Sie eher großzügig. Und deswegen, wenn die Organigramme der Ministerien irgendwann in den nächsten Wochen hoffentlich einmal vorliegen, werden wir das alles nachprüfen. Sie haben noch einige Hausaufgaben zu lösen. Das ist heute eine Pflichtveranstaltung, weil es in der Verfassung drinsteht. Aber inhaltlich bieten Sie mit dieser Geschäftsverteilung wenig. Wir werden Sie weiterhin genau kontrollieren. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung von der Redezeit. Herr Rudolph, dann als Nächste Frau Wissler für DIE LINKEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Grundsatz sind wir der Meinung, dass es nicht entscheidend ist, wie die Landesregierung ihre Arbeit organisiert und wie sie sie intern verteilt, sondern entscheidend ist, was hinten rauskommt, um einmal einen Altkanzler zu zitieren. Da muss ich natürlich sagen, halten sich unsere Erwartungen angesichts des schwarz-grünen Koalitionsvertrags sowieso schon in engen Grenzen. Weil, egal in welchem Ministerium Dinge angesiedelt sind, vermutlich wird, wenn überhaupt, das umgesetzt, was im Koalitionsvertrag steht. Vielleicht nicht mal das alles. Und das ist jetzt nicht gerade vielversprechend. Aber wenn neue Ministerposten geschaffen werden und neue Staatssekretärstellen, also wenn Kosten entstehen und Apparate aufgebläht werden, dann ist es natürlich schon auch Aufgabe der Opposition, einmal kritisch nachzufragen, was denn eigentlich der Nutzen dessen ist. Und wenn ich mir das jetzt richtig anschaue, dann sehe ich, dass mittlerweile 7 Mitglieder der Landesregierung, also fast ein Drittel der Landesregierung, jetzt in der Staatskanzlei sitzen. Ja, also ja, das ist wirklich, ja, das ist ein Küchenkabinett quasi. Also ein Drittel der Landesregierung sitzt in der Staatskanzlei. Und da kann man schon fragen, ob dieses Konstrukt der Digitalisierungsministerin mit neu geschaffener Staatssekretärstelle eben jetzt auch wieder angesiedelt in einer immer größer werdenden Staatskanzlei, dieses Konzept überzeugt uns in der Tat auch nicht, meine Damen und Herren. Damit will ich noch nichts über die inhaltliche Arbeit von Frau Sinnemus gesagt haben, die wir, glaube ich, wirklich in der Tat noch nicht so beurteilen können nach der kurzen Zeit im Amt. Aber das Konstrukt ist schon ein merkwürdiges, und es liegt ein bisschen nahe, dass hier natürlich auch aufgrund der sich verschobenen Kräfteverhältnisse innerhalb der Koalition man halt versucht hat, hier auch noch einmal ein bisschen Posten zu schaffen, um Verhandlungsmasse zu haben. Da will ich an der Stelle sowieso einmal darauf hinweisen, dass ja mittlerweile die Staatskanzlei 325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. 325. Also, als die CDU die Regierung in Hessen übernommen hat,
war das nicht einmal halb so viel. Das heißt, seit Regierungsantritt 1999 hat die CDU die Staatskanzlei mehr als verdoppelt. Da kann man schon einmal fragen, ob das wirklich ein vernünftiger Umgang mit Steuermitteln ist und was denn der Nutzen der Bürgerinnen und Bürger ist, wenn diese Staatskanzlei derartig aufgebläht wird. Dass vieles, was diese Landesregierung macht, und dass immer mehr Geld auch in den letzten Jahren beim Thema Eigenwerbung ausgegeben wird, beim Promoten der eigenen Dinge, bei Hochglanzbroschüren und bei Vermarktung, bei aufwendigen Websites. Wir diskutieren das hier immer wieder. Ich finde, auch das sind Themen, die man schon auch ansprechen kann. Jetzt haben wir noch eine größere Veränderung im Bereich der Geschäftsverteilung bei dem Bereich Wohnen. Der Bereich Wohnen ist aus dem Umweltministerium herausgenommen worden. Das halten wir für sinnvoll. Und es ist natürlich auch ein Eingeständnis, dass die letzten 5 Jahre wohnungspolitisch ziemlich verlorene Jahre waren, meine Damen und Herren. Das Ergebnis ist nun einmal, dass wir das größte Defizit an Wohnraum aller Flächenländer haben, aller Flächenländer, und dass die Zahl der Sozialwohnungen in den 5 Jahren auch noch einmal stark gesunken ist. Von daher ist es sicher richtig, den Wohnungsbereich auch aus dem Umweltministerium herauszulösen. Und deswegen ein letztes noch. Ich meine, wenn wir schon über die Frage Aufstellung der Landesregierung reden, dann möchte ich auch noch einmal die Gelegenheit nutzen, auf den, ich sage mal, ausbaufähigen Frauenanteil in dieser Landesregierung hinzuweisen. Wir haben von 24 Mitgliedern der Landesregierung sind 8 Frauen. Unter den 12 Staatssekretären sind 3 Frauen. Beide neu geschaffenen Staatssekretärstellen wurden mit Männern besetzt. Ich möchte erinnern an die Kleine Anfrage der Kollegin Lisa Knadel aus der letzten Wahlperiode, die ja auch noch einmal zutage befördert hat, wie die Geschlechterverteilung auch ist bei den Abteilungsleiterstellen. Also da bin ich schon der Meinung, hätte man auch die Möglichkeit nutzen können, um hier zu einer gerechteren Verteilung zu kommen. Ich sehe durchaus, dass das bei den Koalitionspartnern durchaus unterschiedlich ist. Aber auf das wollte ich auch noch einmal hinweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als nächstes hat sich Herr Boddenberg von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich will ganz offen einräumen, dass die GRÜNEN und wir gerade überlegt haben, ob wir an dieser Debatte als Fraktion überhaupt teilnehmen sollen. Ich sage Ihnen auch den Grund dafür, nämlich ich finde diese Debatte, so wie sie René Rock begonnen hat und Günter Rudolph und andere fortgesetzt haben, einigermaßen unwürdig, um es sehr freundlich auszudrücken. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Landtagsfraktion und Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat anlässlich der Bekanntgabe der Mitglieder des Kabinetts erklärt, ich lasse natürlich jetzt einmal den Teil weg, den er als Oppositionsführer immer sagen muss, dass er die eigentlich alle doof findet, aber jetzt bleiben wir einmal bei der Digitalministerin, und die war ja der Aufhänger für René Rock und andere, dass er diese Entscheidung parteiübergreifend toll findet. Ich will sagen, nach den ersten Wochen, und ich glaube, wir reden jetzt über 75 Tage, ohne dass der Kollege Rock es dieses Ministerium gibt, dazu sage ich noch 2 Sätze, hat sich dieser Eindruck von Schäfer-Gümbel bei mir jedenfalls mehr als bestätigt und verfestigt. Ich bin froh, dass wir Christina Sinemus für diese Aufgabe gewinnen konnten. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Zum einen, weil wir eine Persönlichkeit gefunden haben, die erklärt hat, nachdem sie sehr erfolgreich in der Privatwirtschaft sich mit vielen Fragen in dieser Richtung befasst hat, in den Kammerorganisationen auch. Herr Boddenberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rock?
in den Kammerorganisationen auch den öffentlichen Dienst kennengelernt hat. So jemanden zu gewinnen, ist per se nicht selbstverständlich. Das Zweite ist, wir suchen und brauchen jemanden, der Digitalisierung jedenfalls etwas anders versteht als offenkundig Kollege René Rock. Kollege René Rock, und wenn Sie übrigens, das will ich auch sagen, Frau Faeser, das nächste Mal eine konzertierte Aktion der Opposition planen, sollten Sie sich einfach besser absprechen. Denn Herr Rock hat erklärt, er vermisst die Ausstattung eines Ministeriums. Ach, Sie wollten, Herr Rock, eine Zentralabteilung und alle weiteren Abteilungen eines Ministeriums, damit der Apparat schön groß wird, während Herr Günther Rudolph erklärt hat, dass das alles viel zu teuer ist. Also irgendwie sind Sie sich da nicht ganz einig in Ihren Vorträgen gewesen. Wir wollen, dass Frau Prof. Sinemus und dass der Staatssekretär sich um die zentrale Frage der Digitalisierung in allen Facetten, die diese Thematik nun einmal hat, massiv und sehr schnell und sofort kümmert. Das wiederum bedeutet, natürlich reden wir und ist sie verantwortlich für die Infrastruktur, für den Mobilfunk, für den Breitbandausbau und so weiter. Sie haben entnehmen können der 104 Auflistung, die Sie bekommen haben, dass das bei ihr sortiert. Natürlich ist Frau Prof. Sinemus als Digitalministerin zuständig für den Bereich des Onlinezugangsgesetzes, für den Bereich E-Government und so weiter. Aber natürlich ist es und bleibt es auch so, dass beispielsweise das Kultusministerium sich natürlich mit dem Digitalpakt beschäftigt. Darüber haben wir, der Kultusminister und ich, gerade heute Mittag mit kommunalen Vertretern gesprochen, weil da geht es unter anderem und im Schwerpunkt natürlich auch um Fragen der Kultuspolitik und nicht etwa der Technologie. Das heißt, wir brauchen eine enge Vernetzung zwischen der Ministerin und jedem einzelnen Ressort dieser Landesregierung. Und zum Schluss will ich vielleicht auch noch sagen, Herr Rock hat ja danach gefragt, wann gibt es denn das Ministerium? Also, bei mir war es bisher immer so, dass ein Ministerium, wenn es Mitarbeiter und Strukturen braucht, natürlich dazu auch die nötigen Mittel braucht und erfordert. Und das wiederum heißt, das wissen Sie doch besser und genauso gut wie alle anderen, besser sage ich nicht, genauso gut wie alle anderen, dass wir einen Nachtragshaushalt brauchen, um das, was wir im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, auch umzusetzen, und zwar schnell, und zwar schon im Jahr 2019 umzusetzen. Das ist doch das Normalste der Welt, Herr Kollege Rock. Und deswegen sage ich noch einmal, wenn Sie von PR-Gag reden, dann rede ich von einer billigen, unwürdigen Inszenierung am heutigen Tag. Und Sie merken sogar, dass ich mich darüber ärgere. Aber das macht nichts. Es ist Aufgabe der Opposition. Es ist Aufgabe der Opposition, dass sie ihren Job machen, die Landesregierung kontrollieren. Das gilt für das ganze Parlament. Aber Sie sollten einmal darüber nachdenken, ob das heute ein guter Auftakt war, nach 75 Tagen, ohne dass wir einen Haushalt dahinter haben, eine Ministerin, die wenige Wochen im Amt ist und durch Hessen reist und an vielen Stellen schon unterwegs und tätig ist, in dieser Art und Weise in der ersten sich bietenden Gelegenheit so zu diskreditieren, das war unwürdig. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es traurig, dass Sie sich darauf herabgelassen haben. Als Nächsten hat sich Herr Frömmrich von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist natürlich Aufgabe der Opposition, den Versuch zu unternehmen, bei einer solchen Debatte, wo es um die Geschäftsverteilung der Landesregierung geht, hier den Versuch zu unternehmen, die Regierung zu stellen. Aber es ist natürlich auch Aufgabe der Regierungsfraktion, das in Gelassenheit zu ertragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil das, was Sie hier gerade vorgetragen haben, ist doch wirklich ein Versuch, jemanden zu diskreditieren, vor dem Sie offensichtlich und vor deren Kompetenz Sie offensichtlich in diesem Hause Angst haben. Sonst würden Sie nicht in einer derartigen Art und Weise auf die Geschäftsverteilung der Landesregierung. Herr Frömmrich, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Offensichtlich haben Sie die Geschäftsverteilung der Landesregierung nicht gelesen. Dann würden Sie nämlich auf der Seite 3 auch erkennen, was im Geschäftsbereich von Frau Prof. Sinemus resortiert ist, welche Aufgaben da sind und was sie zu erledigen hat. Und Kollege Rock, in Ihre Richtung mal, weil da wissen wir, glaube ich, relativ Bescheid, was seinerzeit bei Regierungsübernahme im Wirtschaftsministerium im Bereich der Digitalisierung aufgefunden wurde. Wenn Sie sich hier vorne hinstellen und
die Backen aufblasen, dann sollten Sie einmal schauen, was Sie im Ministerium hinterlassen hätten. Dann wären wir in der Digitalisierung etwas weiter, wenn Sie in Ihrer Regierungsverantwortung Ihren Job ordentlich gemacht hatten, Herr Kollege Rock. Nur so viel dazu. Und natürlich, ja, über Stilfragen rede ich mit Ihnen überhaupt nicht, weil früher war es mal so, dass man jemanden, der einer Landesregierung neu angehört, die neu berufen wird in eine Landesregierung, dass man ihr wenigstens mal 100 Tage lässt, damit sie ihren Laden organisieren kann und damit sie in dem Amt überhaupt ankommt. Sie machen hier diesen Aufstand nach 75 Tagen. Und wenn sich einer schämen soll, Herr Kollege Rock, sollten Sie sich für diesen Stil, den Sie in diesem Hause vorlegen, sollten Sie sich schämen, Herr Kollege Rock. Wir sind an der Erarbeitung und an der Umresortierung. Das ist ja auch eine Aufgabe, die nicht so ganz leicht ist, aus verschiedenen Ministerien die Zuständigkeiten in die Staatskanzlei und zur zuständigen Ministerin zu verlegen, das Personal dorthin zu versetzen. Und es ist eben auch nicht ganz leicht, in einem neuen Ministerium anzukommen, ohne dass ein Haushalt verabschiedet ist. Der Haushalt ist in Vorbereitung. Kollege Boddenberg hat das gerade gesagt. Und wenn Sie fragen, was da gemacht wird, dann können wir gerne bei der Vorlage des Haushalts darüber reden. Aber was Sie hier gemacht haben, ist eigentlich unwürdig, Herr Kollege Rock, unwürdig, sich hier in dieser Form aufzuamseln. Und am Ende, Herr Kollege Rock, weil es um Stilfragen geht, Herr Kollege Rock, am Ende will ich Ihnen einmal etwas sagen. In dieser Art, wie Sie hier gesprochen haben, hätten Sie mit keinem Mann in diesem Kabinett geredet. Mit keinem Mann hätten Sie geredet in dieser Art und Weise. Sie stellen sich hier vorne hin und reden nicht von Ministerin Sinemus, und Sie reden auch nicht von Frau Prof. Sinemus, sondern Sie sagen die Frau. Das ist einfach herabwürdigend, Herr Kollege Rock, und Sie sollten sich dafür in der Tat schämen. Dann sind wir am Ende der Aussprache. Die Mitteilung ist entsprechend besprochen und zur Kenntnis genommen. Und zu einer persönlichen Erklärung hat sich der Abg. René Rock zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Also, ich kann nur sagen, ich bin sprachlos. Ich habe die Ministerin nicht ein einziges Mal persönlich angegriffen in meiner Rede. Ich habe mich mit den Strukturen beschäftigt. Und ich finde es einfach, ich kann gar nicht sagen, ich finde es einfach billig, wie Sie hier auftreten, weil Sie in der Sache kein Argument haben, versuchen hier mit persönlichen Attacken davon abzulenken, dass Sie die Staatskanzlei aufgebläht haben, hier Behauptungen in den Raum stellen. Wir können ja dann mal gemeinsam im Ältestenrat das Protokoll durchlesen. Dann lesen Sie mir mal die Stellen vor, in denen ich die Ministerin in irgendeiner Weise persönlich beleidigt habe. Dann müssen Sie mir das vorlesen, Herr Boddenberg, Herr Frömmrich. Das kennen Sie aber nicht. Und darum erwarte ich von Ihnen, dass Sie aufhören, von den wirklichen Themen abzulenken, indem Sie Mitglieder dieses Hauses, nämlich mich, persönlich angreifen. Das erwarte ich von Ihnen. Das ist nämlich Respekt, und das wäre Anstand. Meine Damen und Herren, da wir uns darüber verständigt haben, dass der Top 26 der Antrag Fraktion DIE LINKE Klima schützen, Leben retten usw. so weiter erst morgen behandelt wird, sind wir sozusagen zur Geschäftsordnung. Ich habe aber noch zwei Hinweise auch zu geben. Herr Frömmrich? Ja? Ja? Wir müssten, glaube ich, die Kenntnisnahme feststellen, weil die Landesregierung diesen Bericht dem Landtag zur Kenntnis gegeben hat. Herr Frömmrich, wenn Sie zugehört hätten, ich habe eben schon gesagt, dass wir die Mitteilung besprochen und zur Kenntnis genommen haben. Das habe ich eben schon hier ausgeführt. Aber vielleicht haben Sie das nicht gehört. Dann sind wir heute am Ende der Tagesordnung. Ach.
Und die Beschlussempfehlung ohne. Was? Das sollten wir noch aufnehmen? Ach so, das wusste ich nicht.